Ja Leute, und ihr werdet jetzt hier ein kleines Behind-the-Scenes sehen. Ich weiß jetzt nicht, diese Kamera ist so riesig wie mein Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich jetzt selber sieht, aber wir bauen jetzt hier gerade alles auf. Und da hinten ist das Kamerateam. Sag mal hallo. Hi. Hallo. Die genau. Bauen fleißig auf. Die bauen fleißig auf. Hier ist übrigens ein richtig geiles Studio. Hier kann man so richtig große Leinwände hinmachen, denn wir werden heute auch ein bisschen schulen. Und ja, gerade wird aufgebaut. Übrigens findet ihr natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung, Klamotten, Clearway und alles, was wir heute hier benutzen. Erstmal das Obst, dann brauchen wir später nicht mehr machen. Guck mal, Freunde, wir haben jetzt hier die Profi. Wir haben jetzt hier einen Profi am Werk, denn Manny hat ja natürlich schon das ein oder andere Kochbuch rausgehauen und weiß jetzt natürlich auch, wie man hier dieses Ganze so schön anrichtet, dass das so lecker aussieht, dass ihr hinter der Kamera denkt, oh mein Gott, ich will eigentlich in dieser Küche sein und es eigentlich essen. Stimmt's, Bro? Ja, genau, ich kläre gerade noch alles ab. Ich habe das alles hier organisiert, also geht. Wir haben hier Oscar, Teilzeitmanager und Steven, der eigentlich absolut keine Ahnung von Lebensmitteln hat. Junge Mann, ganz ruhig, ich weiß alles. Das Ding ist, weißt du, was du willst? Du willst, dass hier Videograf 9 Stunden Videomaterial hat, Digga. Weil ich muss nicht schneiden, aber sag kein. So, Mandy macht hier schon mal ein paar Vorbereitungen. Erstmal Beeren waschen. Das Ding ist, ich muss halt auch gucken, ob die Erdbeeren gut sind. Deswegen probiere ich einfach eine. Ich muss, glaube ich, noch eine probieren. Steven! Die war ganz okay. Aber Bruder, was ist, wenn die vergiftet sind und du das jetzt nicht überlebst? Alter, wir haben gleich keine Beeren. Oh, das ist ein wahrer Bro. Wenn da Gift drin ist, vergiftet er sich mit. Oh. Danke, Bro. Die haben schon ein bisschen giftig geschmeckt. Lass mal küssen, Digga. Und es lohnt sich, denn ihr könnt auch noch die eine oder andere Sache gewinnen. Und Digga, wenn ihr was gewinnen wollt, dann würde ich auch auf jeden Fall einschalten, weil das ist dann ja auch Muft. Let's get together, be alright. Ist das schön so? Was machst du, Bro? Wenn ich gedehnt bin, dann kann ich besser kochen. Ah, das macht absolut Sinn. Bin ich flexibler. Ja, das macht Sinn. Rumhüpfen. Ja. Und dann mache ich beste Rezepte und ich gewinne. On you, you see all the bread, and I know it make you wonder, don't you, ooh.
found some relief. I finally got some peace. Carry on with